Die insgesamt 10 Bierstadtgemeinden sind im Verein Bierstadt organisiert und vereint. Das Präsidium dieses Vereins wechselt jedes Jahr und ist seit dem 1. Juli bei der Gemeinde Grelligen. Aus diesem Anlass stellt Bierstadt TV Grelligen die Laufen aller Gemeinden mit einem Porträt ein bisschen näher vor. Wir haben uns zusammen mit dem Gemeindepräsidenten und einer Gemeinderätin auf den Weg gemacht, das Dorf näher zu entdecken. Grelligen ist ja bekanntermaßen sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Zum einen ist man von hier aus in ca. 20 Minuten zu Basel und in die andere Richtung in Kürze zu Laufen und zu Delsberg. Auch mit dem Postauto sind wir zum Beispiel nach Seeben oder auf Nunnigen sehr gut ins benachbarte Schwarzbubenland angebunden. Seit dem 99 der Flutunfall aufgemacht hat, ist Grelligen vom Verkehr sehr entlastet. Das hat die Wohnqualität hier sehr gesteigert. Aber Alex, hier wollen wir ja nicht verweilen. Wir gehen weiter ins Unterdorf. Hier sind wir im Unterdorf. Zusammen mit dem Oberdorf bildet das eines der ältesten Quartiere in Grelligen. Das Unterdorf hat seinen Charme behalten durch die sanften, regelmässigen Renovationen, die gemacht werden. Wird als Spielstrasse auch so gelebt. Und die Begegnungen werden manchmal auch ein bisschen forciert durch kleine Events und Aktivitäten, die wir hier zusammen haben. Oder dass es einfach ein Konzert plötzlich gibt. Es ist schön hier. Wir sind jetzt hier den Berg aufgelaufen und befinden uns oberhalb des Quartiers in den Reben. Den Namen dieses Quartiers hat es gegeben, weil früher hier Reben angebaut worden sind. Glücklicherweise macht das heute auch wieder jemand und das Grelligen haben wir tatsächlich auch wieder Reben. Von dieser Stelle aus hat man einen sehr schönen Ausblick auch auf die neueren Quartiere am Südhang und am Nordhang. Dort hat es vorwiegend Einfamilienhäuschen und es ist eine sehr ruhige Wohnlage, was auch sehr geschätzt wird von den Leuten. Grelligen ist gewachsen, das macht es weiterhin. Und damit das funktioniert, müssen wir mitmachen. Da sind wir jetzt gerade vor der Schule. Wir haben im hinteren Bereich der Schule haben wir zwei Klassenzimmer angebaut und das ganze Gebäude renoviert. Das ist ein grosser Stolz von uns. Es fehlen aber noch die Umgebungsarbeiten, die folgen noch. Und dann sind wir fertig mit unserem Schmuckstück. Auch technisch ist alles auf den neuesten Stand gebracht worden. Und durch das haben wir das Glück gehabt, beim letzten Fernunterricht jedem Kind ein Tablet heimzugeben. Und das hat die Familie unheimlich entlastet. In Grelligen geht man vom Kinski bis zur 6. Klasse in die Schule. Danach gehen die Kinder weiter nach Zwingen oder nach Laufen. Das ist das Inseli. Früher hat man hier Turnfest und Reitturnier durchgeführt. Das ist jetzt im Sinn des Hochwasserschutzes renaturiert worden und ist jetzt eigentlich zum Naherholungsgebiet geworden. Mit der Umgestaltung der Baselstrasse hat sich unser Dorfzentrum recht gut herausgeputzt. Das haben auch einige Liegenschaftsbesitzer genutzt und ihre Häuser renoviert, was auch sehr einen positiven Eindruck macht bei uns jetzt zu Grelligen. Hinter mir seht ihr die Coop-Filiale, die mitten im Dorf ist, wo auch eine sehr gute Einkaufsmöglichkeit gibt. Wie in vielen Gemeinden im Baselbiet ist auch hier bei uns das ehemalige Schulhaus in eine Gemeindeverwaltung umgewandelt worden. In diesem Zusammenhang hat man auch den wunderschönen Dorfplatz hier erstellt, wo auch unser Brunnen sich befindet. Auf dem Dorfplatz finden oft Festle und private Aktivitäten statt. Und nicht zuletzt gibt es vor allem bei so schönen Tagen wird der Brunnen als Badeort für unsere Kleinsten genutzt. Und nicht vergessen dürfen wir das beliebte Nacherholungsgebiet vom Kessiloch mit dem bekannten Wappenfelsen. Grelligen ist also immer eine Reise wert.